Die M 2020 findet dieses Jahr im Jahr 21 statt. Geil, danke Corona. Jedenfalls ist dieses europäische Event schon über 60 Jahre alt. Und ich habe gedacht, weil es schon ein bisschen was auf dem Buckel hat und da schon das ein oder andere geile Tor gefallen ist, werde ich heute mal ein paar geile, schwere, schöne Tore nachstellen und mal schauen, wie lange ein Amateurkicker braucht, um wirklich diese Profitore nachzustellen. Und dann würde ich sagen, lang genug gelabert, fangen wir auch schon mit dem ersten Tor an. Das erste Tor ist von keinem anderen wie von Zinedine Zidane. Und zwar hat er gegen England ein richtig geiles Freischusstor geschossen. Ich blende es hier jetzt mal ein und dann würde ich auch schon sagen, let's go! Erster Versuch, mal schauen, wie lange ich brauche, um diesen Freischuss nachzustellen. Aua. Knapp. So, die ersten drei Versuche. Gut waren sie noch nicht, aber ich würde sagen, die Tendenz stimmt schon mal. Und in am Mikrofon. Das ist jetzt der 14. Schuss. Ich muss zugeben, es waren schon ein, zwei sehr nah dran, aber perfekt waren sie noch nicht. Und deswegen würde ich sagen, epische Musik, das ist der Ball. Oder auch nicht. Nur noch ein ganz bisschen nach links, dann bin ich zufrieden. Das macht heute keinen Spaß. Ich würde sagen, das war das erste gute Tor nachgestellt. 25. Schuss. Ich bin zufrieden und dann gehen wir mal weiter. Als zweites haben wir die lebende Legende Andrea Pirlo. Der hat wirklich ein sehr nices Freistoßtor geschossen und da. Der Ball geht ja diesmal direkt über die Mauer. Mal schauen, wie ich mich schlagen werde und wie viele Versuche ich brauche. Let's go! So, erster Versuch mit dem guten Uniforia 10-Euro Ball, um zu schauen, wie gut ein Amateur-Kicker Pirlo nachmachen kann. Und mal schauen, wie viele Versuche ich brauche. Der war nicht schlecht. Ich würde ja sagen, das war dem Original wirklich sehr ähnlich und diese Position ging viel zu schnell rum. Also der Watchtime tut es nicht gut. Also in diesem Video wird es nicht so viel Werbung geben, aber wir gehen mal weiter zum nächsten. Und zwar ist dieser Freistoß vom originalen Capitano und zwar Michael Ballack. Der hat wirklich dieses Traum-Freistoßtor gegen Österreich geschossen. Jedenfalls ist hier einfach das Schwere dran. Es ist wieder die Torwart-Ecke und die wurde mit vollem Hass geschossen. Und wenn ich was nicht kann, dann ist es wirklich mit voller Power platziert zu schießen. Deswegen mal schauen, wie lange ich brauche und let's go. Erster Versuch, um mich jetzt hier zu blamieren. Richtung stimmt, Höhe nicht. Wir nähern uns. Gibt es vom Weg. Das Ding ist auch, ich möchte auch wirklich nicht mit voller Power zu hoch schießen, weil sonst landet das da hinten auf dem Platz und da habe ich keinen Bock drauf. Ja.
jetzt noch ein bisschen höher und dann passt das. Schuss Nummer 15. Nice. Das finde ich ging auch schneller als ich dachte. Also heute 100er Prezi ist am Start. Jedenfalls war es das auch an dieser Stelle mit dem Video. Danke fürs Schauen. Denkt dran, Sportplatz.de zu abonnieren, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und wenn ich noch mal öfter so eine Tour nachstellen soll, schreibt doch mal Ideen in die Kommentare und vielleicht werde ich das beim nächsten Mal machen. Und dann, ciao! Wird nicht besser.